Morgen ist es wieder soweit. Der Appenzeller Nachthimmel wird von meterhohen Flammen hell erleuchtet. Funkensonntag, ein Brauch, der in vielen Ostschweizer Gemeinden gross gelebt wird. Besonders intensiv auch beim Funkenverein Ried in Appenzell. Seit Wochen laufen die Vorbereitungen. Christbäume sammeln, Holz schieten und vor allem so hoch wie möglich bauen. Der Tobias Lehner über Manpower, Leidenschaft und das Austreiben vom Winter. Schon seit dem Morgen um 8 Uhr sind die Mitglieder vom Funkenverein Ried Appenzell dran, das Holz für den Funken zu verladen. Wie viel Holz das es dafür braucht, weiss niemand so recht. Aber es ist offensichtlich eine beträchtliche Menge. Bei dieser Arbeit hilft auch das zweitjüngste Mitglied des Vereins, Stefan Weiss, mit. Es ist einfach lustig, dass man nichts zu tun hat. Oder? Man schafft, man ist eben mal 3-4 Wochen in dem Stock am Holzen. Dann kann man wieder mal oben Zimmer am Tisch hocken und über alles schwätzen. Und dann ist einfach beisammen sein, oder? Das ist wichtig bei uns. Der Traktor transportiert ein Futter am anderen vom Lagerplatz zu Hasle Richtung Appenzell. Hier auf dem Hügel im Quartier Ried wird das Holz schon erwartet. Schließlich braucht es noch einiges, bis der 22 Meter hohe Funken fertig ist. Der Präsident des Funkenvereins Ried, der Patrick Kautle, ist schon dabei, seit er ein kleiner Bub ist. Er hat damals quasi gar keine andere Wahl gehabt. Dadurch, dass wir hier im Quartier aufgewachsen sind, war da klar, dass wir hier bei dem Funken mitmachen. Und hatte dort mal noch andere Quartiere gehabt, die auch Funken hatten. Und da war ja, schon der Jugendliche wirklich ein Kampf gewesen, wer es die größte Funken gebaut hat. Oder wer es am meisten Funken ansammelt. Ja. Heute ist der Funkenverein Ried Appenzell einer der letzten, die es noch gibt im Appenzeller Land. Seit klein auf dabei ist das heutige Ehrenmitglied Hans Koller, der noch immer kräftig mithilft beim Funkenbau. Wie lange das der Brauch in Appenzell schon gibt, weiss er auch nicht genau, schätzt aber mindestens 100 Jahre. Dabei ist ihm ein Funken noch ganz speziell in Erinnerung. Das ist im 1966. Da war der 19. März der Josef. Und dann hat man hier den Funken fertig aufgestellt. Und dann haben sie uns in der Nacht angezündet. Und das ist uns geblieben. Die sich daran erinnern. Seitdem wird der Funken überwacht. Früher ist es aber sowieso noch anders zu und her gegangen. Früher haben wir Schachteln verbrennt, Matratzen, Teppich. Und dann ist es einfach so weit gegangen, dass der Golf alles mitgegeben hat. Schon Kühlschränke, tote Tiere, Köngeli, Hennen. Und irgendwann hat man mir gesagt, jetzt ist es fertig, jetzt geht es nicht mehr. Seit 12 Jahren ist das gesetzlich verboten. Und es darf nur noch unbehandeltes Holz verführt werden. Neben den Holzspälten kommen alte Kreisbäume zum Zug, die als Zündstoff dienen. Das ist noch das Letzte, das im Dorf zusammengesammelt und aufgeladen wird, so gut es geht. Unentbehrlich für den Funken ist die sogenannte Babe, eine Figur wie der Böck in Zürich, wo dann zuoberst auf den Funken kommt. Dieses Jahr gibt es eine Hex. Der Silvan Lutz und sein Kollege investieren dafür eine ganze Woche. Sie gibt einfach dem Funken den Charakter. Oder am Schluss erkennt man den Funken noch anhand der Babe und sagt, oh, weißt du noch, dort mal den Funken mit dem Teufel gross. Ah ja, genau, ja, so war ein ganz lustiges Jahr. Das ist der Charakter des Funken schlussendlich. Je schneller die Babe verbrennt, desto schöner wird der Sommer. Und wie es rauskommt, zeigt sich morgen in der Dämmerung, wenn der jeder Funken in Flammen steht. Dann sind wir mal gespannt, wie lange das es dieses Jahr braucht. Bei uns geht es jetzt dann gerade weiter mit dem Wetter. Bis gerade.